Hallo und herzlich willkommen in der fünften Folge im Landwirtschaftssimulator 2000 Nummer 17, genau. Buddy ist da drüben gerade am Sehen, nein, er steht. 2000 Nummer 17, ja. Ich leere hier gerade mal den restlichen Weizen in unser Silo hier. Weil ich jetzt noch einmal U drücke, damit er jetzt nach links gibt. Ha! Genau. Gut. Die Hundefrage steht an. Genau, die Hundefrage. Ich habe dich noch nie gefragt, ob du ein Haustier möchtest, ob du einen Hund möchtest. Das habe ich noch nie gefragt. Das ist diesmal keine Ironie. Also tatsächlich ist es so, bei einem Hund. Ich möchte keine so großen Hunde. Die mag ich nicht so. Also, so mittelgroß oder so ist schon Ordnung, weil die aber diese riesen Dinger. Du. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch größer. Also, nee, sowas brauche ich nicht. Also, wenn Gassi gehen, dann schon ich mit dem Hund und nicht andersrum. Das wird eine andere Sache, ja. Ja, also darauf lege ich Wert. Aber sonst generell, bin ich eigentlich ein Freund von Hunden. Das Problem ist, wenn man einen Hund hat, dann muss man halt auch Zeit aufwenden. Und genau. Ob ich die Zeit habe. Das ist immer so eine Frage. Ich habe Vorfahrt. Ja, klar. Ich glaube, dass Zeit tatsächlich ein Problem werden würde. Genau, das ist es. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir aber auch bestimmt irgendwann mal einen Hund zulegen. Es ist ja so, du musst 5-mal mit dem Hund raus. Du musst ihm jedes Mal was zu essen und trinken geben. Du musst jedes Mal an den Hund denken. Du musst ihn immer mitnehmen und nicht länger als 5 Stunden daheim lassen. Du kannst keine paar Tage mal fort, ohne den Hund irgendwo anders unterzubringen. Das ist halt die Schwierigkeit. Oder mitzunehmen, ja, klar. Wenn du jetzt Urlaub machst, irgendwo in Deutschland oder so, kann man den Hund vielleicht, wenn es nicht so weit weg ist, auch mitnehmen. Wenn man jetzt irgendwo nach Gran Canaria fliegt oder sowas, also geht irgendwo südlicher von Spanien, das aber eben noch zu Spanien gehört, geht schlecht, ja. Vor allen Dingen mit so einem halben Kalb. Ja gut, das sowas würde ich mir auch nicht, nee. Wobei, unser Nachbar hat so ein halbes Kalb und das ist so ein lieber, so ein Ja, aber trotzdem, ich mag so große Hunde einfach nicht so. Was vielleicht auch daran lag, also... Hast du bereits gesagt? Wir haben ja einen Garten. Ja. Habe ich gesagt? Nein, dass du keine große Hunde hast. Ach so, ja. Wir haben einen Garten und da waren früher so Leute, die aus dem Ort waren, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Die hatten 2-3 ganz große Hunde. Also die waren echt groß. Und früher, als wir noch ein Kind waren, ne, da sind die zu zweit mit ihren Hunden Gassi gegangen. Es waren 2 Frauen. Und eine von den beiden musste halt vorlaufen und den Kindern sagen, dass sie in den Garten reingehen sollen. Ja. Einfach nur sicherheitshalber. Also. Das sind auch die Hunde mit den Frauen Gassi gegangen. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, also sowas. Und einmal war die Tür offen, da sind die vorbeigelaufen, da sind die Hunde durch den ganzen Garten gerannt. Also sowas brauche ich echt nicht. Ja, das kann es ja nicht sein. Nee. Also als Besitzer, das darfst du nicht bringen. Nee, aber also... da hat dann ein Bekannter auch gesagt, er wurde mal vom Hund gebissen, seitdem meidet der Hund. Also kann ich gut nachvollziehen. Bei sowas ist es ja... Sowas habe ich halt nicht. Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wie es ist, von einem Hund gebissen zu werden. Also... Lustig angenehm ist, glaube ich, was anderes. Nicht, ne. Ja. Wobei Hunde ja auch ziemlich gute Freunde sein können. Ja. Beziehungsweise manchmal auch zicken sind, ja. Können. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ist der Hund dann weggegangen, weil er wirklich gebockt hat, mehr oder weniger. Oh, jetzt ist. Das war tatsächlich der Hund von Ida. Ah, ja gut, da war ich auch nicht dabei, das habe ich nicht, oder? Nein. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, wenn ich dabei gewesen bin. Nee, sowas habe ich dabei, habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, da wurde der Hund aufs Kissen geschickt, weil er irgendwas gemacht hat. Mhm. Dann hat er wieder reingedurft, wollte er nicht. Ja. Was hältst du von Katzen? Ja. Es gibt viele, die mögen überhaupt keine Katzen. Ja, stimmt.
Entweder du magst Hunde oder du magst Katzen, heißt es immer viel, aber naja. Ich mag eigentlich beides ganz gern. Ja, ich auch. So eine Katze, die kannst du auch mal, ja, wenn sie nicht ganz so scheu ist oder kratzt oder alles, ne? Ja, ja, Katzen. Kannst du die auch mal auf der Couch streicheln und ein bisschen knuddeln oder klar, was? Kann man das, ja. Katzen sind halt wesentlich eigenständiger. Das hat den Nachteil, dass sie halt eigenständiger sind. Also hat den dementsprechend Vorteil, auch ein wenig williger. Sind. Ja, dementsprechend auch ein bisschen williger. Also die haben auch ihre eigene Meinung. Hat den Vorteil, dass sie eigenständiger sind. Das heißt, man braucht nicht mit denen Gassi gehen oder sowas. Also, ja. Kann man sich halt aussuchen, was einem lieber ist. Ja. Aber, ja. Ich habe Vögel. Hatte ich auch mal. Wie man vielleicht weiß, was man schon mal gehört hat oder so. Du hast einen Vogel, ja? Das ist ja allgemein bekannt. Ja, ja. Das wissen alle, die dich kennen. Die sind etwas pflegeleichter. Sagen wir mal so. Ja, Futter geben. Ja. Punkt. Ab und zu ein bisschen rauslassen. Wesentlichen. Vielleicht mal das ein bisschen fliegen lassen, muss man nicht spielen. Unbedingt. Ja, ich hatte ja auch einen Vogel, also praktisch einen sehr ähnlichen wie du. Wenn man da aufgemacht hat, der wollte nie raus. Also der hat sich offenbar... Wollte er auch nie. Der hat sich offenbar sehr wohl gefühlt da drin. Aber wir haben dann halt mal rausgescheucht, beziehungsweise mache ich jetzt auch noch, dass die halt einfach fliegen können. Ja. Ja, so ein Raum ist doch noch größer als halt so ein kleiner Käfig. Dezent. Aber so einen Hund könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Das ist zu viel Aufwand. Zu viel Aufwand einfach. Ich hab schon viele verschiedene Hunde gehabt und auch Hunde gesittet oder mal einen Tag oder einen halben Tag gehabt. Kein Thema, mache ich sehr gerne. Mag ja Hunde total gern. Ja, aber halt auch nicht mehr. Das wächst schon wieder, ne? Ja. Ich würde auch sagen, ja, von mir aus ein paar Tage mal. Aber halt nicht für immer. Ja. Wobei man die Meinung ändern kann, wenn man sich an den Hund gewöhnt hat. Ja, absolut. Ich glaube, wenn du jetzt einen bekommen würdest, weil, keine Ahnung, von irgendwem war der Hund schwanger und der oder die hat halt jetzt Welpen und hat gefragt, ob du einen haben willst. Und hast halt ja gesagt, ne? Ich glaube, sobald du den mal hast, willst du noch nicht mehr loswerden. Also kann man ja die Geschichte vom Jeton auch, glaube ich, mal erzählen. Mhm. Die haben den Hund gehabt von Freunden, Bekannten, weil die in den Urlaub wollten. Mit der Thema Urlaub. Ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall mehrere Wochen. Und dann irgendwie hieß es, weil die, ich weiß es nicht mehr, hatten die zwei Hunde? Auf jeden Fall wollten sie den quasi nicht mehr. Das ist jetzt hart gesagt, aber sie haben es nicht für gut gefunden, ihn wieder zurückzuholen. Und weil die sich dann nach den paar Wochen auch schon so dran gewöhnt haben, sie wollten eigentlich auch nie einen Hund haben, haben sie ihn trotzdem behalten. Mhm. Jetzt ist es Herz allerliebst alles. Könnte keiner mehr ohne den Hund. Ja klar, das ist aber, glaube ich, immer so, habe ich ja schon gesagt. Was gibt's noch so für Haustiere? Alles. Kannst du alles halten. Apropos Haustiere, habe ich neulich auch mal gehört. Von einem Vater. Die Tochter hatte eine Spinne. Eine? Riesenspinne. Wie alt war die Tochter? 16, 17, keine Ahnung. Und da hielt die eine Riesenspinne? Ja. Habe ich auch nicht verstanden. Okay. Wolltest du dazu jetzt was erzählen oder war das schon alles? Da will ich gar nicht mehr dazu erzählen. Da kommen mal ein paar Heuschrecken rein und ja, das war's. Nee, da hast du davon gehört mehr. Oder kennst du die? Nee, habe ich nur von gehört. Ach so, okay, also du hast die Spinne nicht mal irgendwie gesehen in echt? Nee, okay. Tatsächlich nicht. Was ist das für eine Spinne, weißt du das? Ich glaube, das war... Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar eine giftige war. Übrigens 91 Euro Kreditzinsen. Ah, okay. Gut zu wissen. Wir haben noch 710 Euro. Was kostet denn da so viel Geld? Der Sprit, Saatgut wird nicht automatisch abgerechnet, oder? Nee. Geht hier ja runter. Ja, das heißt, da ist das nicht mal mit... Wir hatten noch vorhin noch 5.000 Euro. Stimmt. Wo ging das alle? Haben wir noch irgendwas gekauft oder so? Nee, Hilfe ne? Höchstens.
Was? Achso, ja. Ach ja, und der Tag war um. Der Tag ist um. Achso, stimmt. Moment. Die ganzen Fahrzeuge. Ja, ja, stimmt. Also ist es jetzt gerade erst runtergesprungen. Betriebskosten Fahrzeuge, 4.500 Euro. Aha, haben wir schon. Ich nehme nochmal 5.000 Euro Kredit auf. Jetzt schon? Ja, damit wir den nächsten Tag noch überstehen, falls ich es bis dahin vergessen sollte. Macht ja nichts. Also die paar Euro, die so ein Kredit ausmachen. Kann man eigentlich auch im Minus kommen? Ja, kann man. Und dann? Gibt's einen Erfolg. Okay. Braucht man aber, glaube ich, nicht drauf hinarbeiten. Nö, das wird schon von allein mal passieren. Irgendwann. Wobei, wenn wir dann unsere Milliarden haben und dann wieder auf die Miesen zukommen, wird schwierig. Oh ja. Kriegen wir aber hin, oder? Bestimmt, ja. So, wir waren beim Thema exotische Haustiere. Ne? Was gibt's denn noch so? Schildkröten. Das finde ich aber wieder ganz lustig. Die so machen halt nicht so viel, ne? Die sind, glaube ich, ziemlich pflegeleicht, oder? Ja. Die laufen ja auch nicht weg. Also kannst du auch rauslassen. Nicht, nee. Die Vögel fliegen halt weg, ne? Aber die kannst du ja rauslassen, da passiert ja nichts. Kannst auch drauftreten, passiert auch nicht so viel. Stolperst du vielleicht. Au! So, wir haben übrigens pro Stunde 33 Euro für Lohnzahlung. Ui. Lohn? Helfer, ja. Ja, wir haben doch gar keinen. Doch. Der Flug. Oh. Aber ich könnte die Zeit mal wieder langsamer machen. Ich wollte eigentlich nur, dass der Ölrettich auf dem einen Feld da hinten weg. Das ist ja pro Stunde, stimmt. Und beim Helfer pro Stunde abzurechnen, ist dann schwierig, wenn die Zeit so schnell ist, ne? Ja. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir sind jetzt bei 12 Minuten. Helfer H. hat die Arbeit erfolgreich beendet. Sehr schön. Welcher Helfer ist das denn? Der Flug. Ja. Welcher sonst? Nun ist ja der einzige. Ja. Jetzt bleibt's auch stabil bei 5.666 Euro. Und nicht der einzigste. Einziger. Oh ja. Das Feld mache ich noch in dieser Folge fertig. Ja. So, ich stell hast du richtig gehört. In dieser Folge. So, ich stell den einfach mal hier hin, weil wir machen gleich eh eine Aufnahmepause wahrscheinlich. Ja. Da braucht ihr hier gar nicht großartig anfangen. Ich stelle den einfach nur für die nächste Folge und nächste Aufnahme dahin. So, das probe ich jetzt ja auch noch fertig. Ich werde noch zwei bauen. Schnell. Ich weiß gar nicht. Bei mir sind es auch noch zwei wahrscheinlich. Für einen langt es nicht ganz. Nee, das langt nicht. Einmal hin und zurück, bitte. Macht er 2,50 Euro. So, mal die Runde umleuchtet mal aus. Das brauchen wir hier eigentlich nicht. Ich hab's gerade mal angemacht. Zeit einfach. Mitten in der Nacht. Ja, gut, wir haben doch Schlampen. Also Lampen. Das ist aber so dunkel. Oh Mensch. Man sieht jetzt ja auch die Beleuchtung anderer Fahrzeuge. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist schön. So, einmal wenden. Den Schnippel da, das lohnt sich fast gar nicht. Doch, klar, lohnt sich alles. Oh, da war jemand unkundlich. Der Goofy? Da war jemand unkundlich. Wer? Wo? Der hier, da steht noch Stoppel. Jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich ist das ganze Gesäde wieder weggemacht. Bis hier. Siehst du? Wo stellen wir eine Sämaschine hin? Zu Feldnummer, ich weiß nicht. Ah, das da unten wahrscheinlich. 15. Richtig. Wo gerade gekruppert wurde. Ja, genau. Ja. Da dann auch wieder Ölrettich. Schon wieder? Ja. Also das heißt,
quasi, wir haben jetzt nur ewig viel Ausgaben, damit wir dann eine große Einnahme haben. Dafür haben wir doppelt so viel Einnahmen, ja, das lohnt sich schon. Ja, ich will's hoffen. Machen wir dann die Aufnahmepause oder soll ich schon mal anfangen? Nee, wir machen dann jetzt die Aufnahmepause, oder? Okay, finde ich gut. Komme ich noch zu dir, wenn du es dann abstellst. Wir dürfen bloß nicht vergessen, dass hier nochmal Ölrettich gesät werden muss. Ja, das bleibt jetzt eingestellt und ich denke mal, ich hoffe mal, dass es dann auch so eingestellt bleibt. Genau, wir sehen, das ist das einzige Feld, auf dem schon gepflügt wurde. Das heißt, es ist nicht mehr rot. Das müsste auf... Kannst du auch schnell nachschauen, auf Escape. Escape. Hilfe. Ist also nicht mehr rot und wenn ich das muss gepflügt werden, jetzt mal deaktiviere, dann sehen wir, die beiden sind schon auf Stufe 1 gedüngt. Sobald wir da gleich drüber pflügen, sind sie auf Stufe 2 gedüngt. Bodenbeschaffenheit ist es. Genau. Und danach sehen wir nochmal und dann sind sie auf Stufe 3. Genau. Ja, aber da steht nichts von gedüngt jetzt. Doch, es muss gepflügt werden. Einmal draufklicken und deaktivieren. Ach so, ja. Ah, ja. Ja, stimmt. Okay, gut, bin ich mir zufrieden. Hat alles seine Plan. Aber hier, guck mal ganz schnell. Bei der 15 ist noch ein roter Fleck hier. Ja, das ist ziemlich komisch, weil die machen das nicht flächendeckend, sondern eher so punktuell. Das heißt, wenn du einen Mini-Fleck nicht machst, dann wird das sofort auf der Karte angezeigt. Ja, stimmt. Hier ist auch was ganz... Oh, da bist du ja. Ganz blau. Ja. Also darum braucht man sich keine so großen Gedanken. Okay. Wie du atmest. Oh, bist du tief? Wie du atmest. Dann ist das bei mir auch so extrem. Ja. Ja. Schön vorzurücken. Ja, egal. Gut, dann würde ich sagen... Drück doch mal F. Drück ich F? Damit man auch was sieht. Bist du beleuchtet? Guck mal, deine Augen leuchten. Deine auch, ja. Ja, schön. Also bis zur nächsten Folge jetzt, ne? Jo, macht's gut, ciao. Tschüss.